An Zutaten nötigen wir Knochen oder Fleischabschnitte oder Geflügelklein. Dann brauchen wir Wurzelgemüse, das bedeutet Zwiebel, Knoblauch, Karotte, Sellerie, wenn wir was haben an Kräutern, Tomatenmark, Pfeffer, Lorbeer, reichlich Rotwein, Brühe oder Wasser, Öl zum Anbraten und zum Abschmecken Salz. An Küchenutensilien ein Bräter, ein Blech und später Sieb und Topf zum Abseiern oder Sieben von der Soße. Für die Soße brauchen wir ja entweder Knochen, die habe ich jetzt beim Metzger vorbestellt, die sind schon gesägt. Normalerweise sagt man am besten walnussgroße Stücke. Jetzt kann man hier sehen, die sind ein bisschen größer und die im Bräter anzubraten ist ein bisschen kompliziert. Da würde ich es mir einfacher machen. Ich habe ein bisschen Öl aufs Blech gegeben und wir gehen mit dem Ganzen bei 160 Grad Umluft im Backofen und werden die Knochen im Backofen rösten. Bedeutet, die gehen schon mal weg. Das wäre Weg 1. Rösten ungefähr, schwer zu sagen, 2 Stunden, die sollten goldgelb sein. Wenn ich jetzt hergehe und habe Geflügelabschnitte, Geflügel klein oder habe jetzt hier Geflügelflügel klein geschnitten oder auch Fleischabschnitte oder Reste, die sind handlicher. Hier habe ich meine walnussgroßen Stücke, das heißt, die kann ich braten. Zum Braten geht's los. Als erstes den Bräter aufstellen. Dann kommt Öl in den Bräter. Wichtig ist, der Bräter sollte heiß sein, bevor ich anfange zu braten. Ansonsten kann es passieren, dass Fleisch hängt unten fest oder meine Knochen, die ich habe, dementsprechend wirklich erst heiß werden lassen, was man machen kann. Ich glaube, ich entscheide mich heute mal für meine Geflügelgrundsoße. Ablauf generell, ob jetzt Rind, Geflügel, Kalb, ist immer der gleiche. Erstmal reinlegen, sobald ich höre, da entstehen Röstaromen, können wir anfangen zu braten. Das Wichtigste bei der Soße ist, ich brauche Farbe. Die Farbe entsteht durchs Anbraten. Und dementsprechend muss ich für das Anbraten mir sehr viel Zeit nehmen, auch aufpassen. Problematik hier könnte sein, sobald das Geflügel einmal anbrennt und ich fange nachher an, meine Knochen, meine Abschnitte auszukochen und ich habe dunkle Stellen, zu viele Röstaromen da drin, kriege ich diesen verbrannten Geschmack auch in die Soße. Das bedeutet, den kriege ich gar nicht mehr weg. Also für dieses Anbraten wirklich Zeit nehmen. Ich habe ja schon gesagt, zu den Knochen, die sind ungefähr 2 Stunden im Ofen bei 160 Grad. Gleiche Temperatur brauche ich hier auch. Jetzt kann ich hören, es geht los. Temperatur ist erreicht. Das bedeutet, ich kann jetzt meine Abschnitte, meine Knochen in den Bräter geben. Würde ich jetzt eine Wildsoße kochen, das heißt, ich hatte meinen Rehrücken, habe den Knochen in walnussgroße Stücke gehackt, mache den mit dazu. Habe Entenabschnitte, wie zum Beispiel meine restliche Keule, ich habe die Flügel, habe den Hals, mein Gänseklein, genau das Gleiche, das würde ich in den Bräter geben und anbraten. Wie gesagt, 160 Grad, damit es nicht verbrennt. Das bedeutet aber auch, bis ich hier genug Farbe dran habe. Das dauert mindestens eine gute Stunde, anderthalb, je nachdem, wie viel drin ist. Jetzt habe ich sehr wenig, kann sogar bis zu 2 Stunden dauern. Das heißt, diese 2 Stunden Zeit muss ich mir wirklich nehmen. Ich gucke halt, Temperatur schon zu hoch, das höre ich daran, es spritzt. Dementsprechend wieder ein bisschen runterschalten. Das heißt, wenn ich mir Gäste eingeladen habe, bereite so eine Soße vor. Das heißt, die Soße, effektive Arbeitszeit, sind 20 Minuten. Aber bis es fertig ist, wie gesagt, das dauert ein bisschen. Das heißt, während ich meine normalen Vorbereitungen in der Küche mache, habe ich meinen Bräter aufstellen, habe meine Knochen da drinne, lasse die immer schön braten. Das bedeutet, wirklich braten lassen, braten, braten lassen. Und am Anfang muss ich auch gar nichts machen. Was ich jetzt schon vorbereiten kann, ist mein Wurzelgemüse. Das sollte in die gleiche Größe geschnitten werden wie unsere Knochen oder Abschnitte. Bedeutet walnussgroße Stücke. Das heißt, wir nehmen uns jetzt einmal Karotten, Sellerie, die Menge reicht dicke. Ich nehme mir Zwiebeln weg und Knoblauch. Beim Knoblauch muss ich höllisch aufpassen, wenn ich den brate. Knoblauch wird sehr schnell bitter. Dementsprechend nicht zu klein schneiden. Bedeutet nur halbieren, das reicht schon. Man kann jetzt sehen, ich nehme den Knoblauch mit Haut und Haaren, sauber ist der. Die Knoblauchschalen sind getrocknet, dementsprechend habe ich viel mehr Geschmack da drin. Das gleiche gilt auch für meine Zwiebel. Wenn die Zwiebel sauber ist, kann ich so lassen, wie sie ist. Ansonsten würde ich die äußerste Pelle abmachen, aber ruhig die Schale dran lassen. Kennt man vielleicht auch schon vom Ostereierfärben. In der Schale steckt sehr viel Geschmack und Farbe, ganz, ganz wichtig für meine Soße. Bedeutet in dem Fall auch so, wie sie sind, einfach nur hergehen, das Ganze bei der Größe achteln, hier drüben auch, einmal hergehen, das Ganze achteln. Und man sieht im Verhältnis von den restlichen Wurzelgemüse, alles zusammen, bedeutet Sellerie, Knoblauch und Karotte.
ungefähr die gleiche Menge an Zwiebel. Das heißt, die Hälfte ist Zwiebel, die andere Hälfte ist das restliche Wurzelgemüse. Die geben wir jetzt auch schon mal hier rein. Und beim Sellerie würde ich schon fast sagen, das ist zu viel. Bedeutet, der ist sehr aromatisch. Diese Menge, na, machen wir mal so, die reicht mir schon. Auch wiederum Walnuss große Stücke schneiden, mit dazugeben fürs Wurzelgemüse. Und bei Karotten, so wie sie sind, sauber sind sie, ansonsten einmal waschen, auch in Walnuss große Stücke schneiden. Das bedeutet, mein Wurzelgemüse soweit vorbereitet, aber man sieht hier schön, mit dem Braten, sagen wir mal so ein Stück Knochen oder Fleisch, hat 6 Seiten. Wir sind gerade mal bei der ersten Seite und haben bei der ersten Seite gerade mal ein bisschen goldgelb. Also kann man sich vorstellen, das dauert noch einiges. Bedeutet jetzt, wir rösten jetzt hier mal gut eine Stunde und dann treffen wir uns gleich wieder. So, die erste gute Stunde ist um. Jetzt habe ich auch nicht so viel hier drin, das heißt, es geht doch recht zügig. Das heißt, meine Röstaromen, schöne goldgelbe, dunkle Farbe habe ich. Jetzt geht es weiter mit dem Wurzelgemüse. Von der Menge habe ich jetzt zu viel geschnitten. Ich brauche maximal die gleiche Menge an Wurzelgemüse, wie ich Knochen oder Fleischreste drin habe. Bedeutet, hiervon brauche ich wirklich nur die Hälfte. Das gebe ich mir dazu. Und jetzt geht es von vorne wieder los. Ich röste weiter. Ich brauche jetzt beim Wurzelgemüse die gleiche Farbe wie bei den Knochen. Das bedeutet, mit dazugeben, auch rösten, zwischendurch immer wieder umrühren, dran denken, das Gemüse hat 6 Seiten, das heißt, es dauert auch wieder, bis das Farbe hat. Meine Knochen sind noch im Ofen, die lassen wir noch ein bisschen drin, die zeige ich dann, wenn sie wirklich erst genug Farbe haben. Ansonsten hätte ich die Knochen, wenn die so groß sind, aus dem Ofen jetzt rausgeholt, hätte die im Bräter gegeben und würde jetzt mit den Knochen, die ich im Ofen geröstet habe, genauso weitermachen wie hier, bedeutet Knochen rein, Wurzelgemüse rein. Und ich denke mal, das braucht jetzt eine gute halbe Stunde bis eine Dreiviertelstunde. So lange warten wir, dann machen wir auch gleich weiter. So, Farbe am Wurzelgemüse habe ich. Das bedeutet, jetzt kommt das Tomatenmark mit dazu. Beim Tomatenmark ist immer ganz, ganz wichtig. Tomatenmark enthält sehr viel Säure. Das bedeutet, die Säure muss noch raus. Bedeutet, das Tomatenmark muss angeröstet werden. Ganz, ganz wichtig. Also wirklich trocken angehen lassen. Hier wiederum aufpassen aufgrund der Hitze. Kann Tomatenmark auch sehr schnell auch mal anbrennen. Das bedeutet, jetzt bleibe ich die ganze Zeit hier stehen. Unten immer zwischendurch beim Rösten auch mal über den Bräter streichen, dass unten nichts ansetzt, dass die Röstaromen sich lösen. Und am Anfang merke ich erstmal durch die Feuchtigkeit das Wasser im Tomatenmark. Das löst hier unten diese Röstaromen. Das heißt, ich habe auch Geräusche wie beim Ablöschen. Aber jetzt merke ich wieder, es bildet sich unten am Bräter ein Film. Das heißt, jetzt muss ich aufpassen, der Film ist das geröstete Tomatenmark, das brennt dann auch schnell an. Das heißt, bei dieser Arbeit sollte ich immer bei stehen bleiben und so ungefähr 2-3 Minuten, je nach Menge. Hier reichen 2, das Tomatenmark, wie gesagt, anrösten. Und sobald ich genug Film habe, das kann man schön sehen, das reicht, wird jetzt abgelöscht. Ablöschen mit einem guten, trockenen Rotwein. Und da muss auch ein guter Schuss mit dran. Also man sieht schon ein bisschen. Jetzt ist ganz, ganz wichtig, beim Ablöschen auch ein bisschen wieder unten am Boden kratzen. Jetzt merkt man auf einmal auch, es geht leichter. Also leichter bedeutet, durch dieses Ablöschen, durch diesen Kälteschock, lösen sich jetzt die ganzen Röstaromen auf dem Boden. Das sieht gut aus. Jetzt aber darauf achten, ganz, ganz wichtig, der Rotwein muss fast zu 100% wieder verkochen. Das heißt, erst wenn wir das Bratgeräusch wieder hören, dürfen wir weitermachen. Je mehr Rotwein ich hier reinmache, umso mehr Tannine, Bitterstoffe bekomme ich auch in der Soße. Und auch ganz, ganz wichtig für die Farbe, also im Rotwein nicht so sparsam sein. Man kann aber hier auch schön sehen, was wir hier machen, ist auch immer ein bisschen Sauerei. Durch das Rösten spritzt es auch immer die ganze Zeit. Deswegen die Idee, nicht nur aufgrund der Größe, die Knochen kann man hier schön sehen im Ofen rösten. Das heißt, ich habe die jetzt schon mal wieder rausgeholt. Das heißt, der Vorteil ist hier auch, ich kann die Knochen drauflegen. Ich habe sie zwischendurch 1-2 Mal gewendet. Aber sind die ganze Zeit im Ofen drin, das heißt, ich muss auch nicht bei stehen bleiben und habe jetzt hier 2 Stunden Ruhe in dem Moment, wo sie im Ofen drin sind und starte dann wirklich wieder mit den Knochen im Bräter, sobald Gemüse mit dazukommt. Bei dem Rotwein kann man halt noch sehen, das dauert noch ein bisschen, das heißt, jetzt schalte ich mal kurz ein bisschen höher, dann geht das auch schneller mit dem Verdampfen. Beim Verdampfen muss ich keine Angst haben vor der Hitze, weil sobald hier Flüssigkeit drin ist, es kann ja nicht anbrennen. Was jetzt noch fehlt, sind einmal die Gewürze, bedeutet Lorbeer und Pfeffer. Dann eine Prise Salz, da muss man aufpassen, wir können das Ganze nachher ablöschen oder auffüllen mit Wasser oder mit Brühe. Nämlich Gemüsebrühe, da ist schon Salz mit drin,
dann sparsam damit umgehen, nicht zu viel. Jetzt kann man schon hören, der Wein ist schon fast weg. So. Es riecht auch schon super lecker, das heißt, wir sind auf dem richtigen Weg. So. Und man hört auch, das Bratgeräusch wird immer intensiver. Das heißt, der Wein ist fast weg. Ruhig so lange weitermachen, bis sich unten wieder leichter Film bildet. Und dann füllen wir auf. Wie gesagt, erste Möglichkeit wäre mit Wasser auffüllen. Wenn ich mit Wasser arbeite, muss ich die Soße nachher länger kochen lassen. Oder ich kann auch Gemüsebrühe nehmen, dann aber aufpassen mit den Gewürzen. Oder wie gesagt, ich kann auch Hälfte-Hälfte machen. Jetzt brät's wieder. Und jetzt fangen wir an aufzufüllen. Das Ganze sollte gut bedeckt sein. Das heißt, der Schuss kann auch noch rein. So, jetzt geht's los mit Kochen. Kochen ist recht einfach jetzt, das geht alles von alleine. Aber es dauert ein bisschen. Ein bisschen dauern bedeutet jetzt das Ganze um die Hälfte einkochen lassen. Mit Knochen und Gemüse, welches hier drin ist. Das kann man sehen, das habe ich hier drüben schon mal vorbereitet. Das heißt, eine größere Menge habe ich um die Hälfte schon mal eingekocht. Man merkt jetzt auch, das Ganze wird auch schon sämiger. Das kommt durch das Gemüse, was hier drin ist. Sobald ich das um die Hälfte reduziert habe, fange ich als nächstes an, die Soße durch ein grobes Sieb zu passieren. Das bedeutet, ich angle mir alles hier raus und fange dann wirklich an, alles durch ein grobes Sieb. Lass es dann auch noch ein bisschen stehen, damit die restliche Soße, die am Gemüse und Knochen noch dran ist, in Ruhe durch das Sieb durchläuft. Wenn ich nachher merken sollte, die Soße steht im Sieb drinne, dann helfe ich ein bisschen nach. Nachhelfen bedeutet, ich schüttel ein bisschen. Wenn nachher die ganze Soße durchgelaufen ist, das heißt, was ich jetzt hier habe, ist dann eigentlich nur noch Abfall. Der könnte theoretisch weg. Wenn die komplette Soße nachher durchgelaufen ist, lasse ich diese Soße nochmal um die Hälfte reduzieren. Das heißt, wirklich darauf achten, man sieht ja ungefähr einen Strich nachher am Topf, um die Hälfte einkochen lassen. Das heißt aber, die Soße ist jetzt schon sämig, aber man sieht auch noch, hier sind noch leichte Stückchen drin. Bedeutet dann, sobald die um die Hälfte eingekocht ist, hole ich mir dann ein feines Sieb, das heißt ein Haarsieb, und dann gehe ich nochmal her und passiere die Soße durch das feine Haarsieb, dass wirklich die letzten Stückchen da drin waren, verschwinden. Hier muss ich immer ein bisschen nachhelfen. Nachhelfen bedeutet, ich nehme den Schaber und arbeite mit dem Schaber durch. Das Schöne ist auch wieder, das Einkochen von der Soße geht auch wieder von alleine. So, also wirklich immer ein bisschen nachhelfen, bis nachher wirklich die ganze Soße durchgelaufen ist. Sobald die fertig ist, ist sie eigentlich schon gebrauchsfertig. Was ich immer mache, ich koche mit größeren Mengen an Soße, weil das super ist auch daran, ich kann die Soße aufbewahren, ich kann die einwecken. Einwecken für mich bedeutet, ich nehme ein Einweckglas oder Marmeladenglas, spüle das einmal vorher heiß aus und fülle hier nachher meine Soße rein. Wichtig ist bei dieser Arbeit, die Soße noch vorher einmal aufkochen lassen, dass die wirklich heiß in das Glas reinkommt. Ich breche das jetzt einmal kurz ab. Das heißt, ich fülle dann die Soße heiß ins Glas. Wichtig danach, sofort zumachen. Ich habe ja jetzt sehr heiße Luft hier drin. Das heißt, das Glas dehnt sich erstmal ein bisschen aus. Wenn es abkühlt, verschließt sich von alleine. Durch die große Hitze ist das Ganze auch nicht sterilisiert. Was wiederum wichtig ist, wenn ich die Soße näher abgefüllt habe, das kann man hier vorne schon sehen, und ich habe die gescheit eingekocht, die ist nachher geliert. Also die sollte wirklich dickflüssig sein. Ansonsten habe ich die nicht lange genug vorher gekocht. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Auch wenn ich die Soße probiere und ich merke, die schmeckt noch nicht, bedeutet eigentlich nur, dass so viel Wasser drin, einfach länger kochen lassen. Eingemacht, so wie es hier ist, im Glas hält die Soße sich bestimmt 2 Monate, gar kein Problem. Wenn Sie eine größere Menge haben, können Sie auch gut einfrieren. Dann nehme ich mir so einen kleinen so Eisbeutel, wo man so verschiedene Eiswürfel drin hat, fülle die Soße da rein, ein bisschen abkühlen lassen aber vorher, dann kann ich mir meine Soße mal rausbrechen, kann die portionsweise mit dazugeben. Sobald ich hier dran bin, soll die Soße aber dann nach 2 Wochen verarbeitet werden. Jetzt habe ich eine Soße gekocht aus Geflügel, die könnte ich nehmen für Geflügelsoße, Entensoße mit Orangen, würde Orangen reduzieren lassen. Ich mache eine Soße mit Pilzen, mit Sahne drin. Dann nehme ich anstatt Brühe meinen dunklen Bratenfond, gib den mit dazu. Oder nehme das Ganze wirklich nur so, wie es ist, meine dunkle Soße. Balsamico-Soße würde bedeuten, vorher ein bisschen Balsamico reduzieren, ein bisschen Honig mit dazu, mit der Bratensoße auffüllen, Soße fertig. Also wenn ich dieses Grundprodukt hier so im Glas habe, kann eigentlich nichts mehr passieren. Wie gesagt, ohne Soße kein Vergnügen. Soße beim Essen ist fast mit das Wichtigste. Das heißt, diese Zeit effektiv
sind es 20 Minuten Arbeit, bis sie fertig sind. Okay, das dauert so 6 bis 7 Stunden, aber wie gesagt, die restliche Kochzeit geht alles von alleine. Dementsprechend sollte man so eine Soße ruhig mal zu Hause machen, ist ganz, ganz wichtig. Und dabei wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß und gutes Gelingen.